Viele Flüchtlinge brauchen zurzeit unsere Hilfe, auch im Bistum Regensburg. Sie kommen hier mit nichts an, außer den Dingen, die sie tragen können. Hier sind Werke der Barmherzigkeit gefragt. Hungrige Speisen, durstige Tränken, Freunde beherbergen. Es geht um Nächstenliebe. Und diese Nächstenliebe steht im Mittelpunkt bei der Barmherzigkeit. Ja, steckt da im Wort Barmherzigkeit drin? Herz, ein Herz zu haben für andere Menschen, ein Herz zu haben für Menschen in Not, in besonderen Situationen, für arme Menschen ein Herz zu haben, mit ihnen zu fühlen, mit ihnen zu leiden, mit ihnen zu empfinden. Das meint ungefähr Barmherzigkeit, und Jesus Christus wird in seiner zu Lebzeiten ja nicht müde, immer wieder die Barmherzigkeit zu betonen und die Barmherzigkeit einzufordern. Auch Kranken- und Altenpflege sind Werke der Barmherzigkeit. Für viele Menschen bedeutet Barmherzigkeit auch noch Mitgefühl mit anderen, verzeihen können. Wenn Weihnachten naht, dann ist doch die Barmherzigkeit groß, oder? Also ein Beispiel dafür, ja, ich denke mal, jeden Tag hört man da was von, in den Nachrichten beispielsweise, mit dem ganzen Flüchtlingsgeschehen, die dort, jeden Tag präsent sind für uns. Ich denke, da ist Barmherzigkeit eine ganz große Geschichte. Barmherzigkeit, wenn ich eigentlich für den Nächsten auch da bin. Also, dass ich hilfsbereit bin, nicht immer was zurückerwarte, das ist für mich Barmherzigkeit eigentlich. Und das Jahr 2016 steht ganz im Zeichen der Barmherzigkeit. In Regensburg wird das Heilige Jahr in der Karmelitenkirche eröffnet. Es ist ein außerordentliches heiliges Jahr der Barmherzigkeit. Heilige Jahre gibt es seit dem Jahr 1300, in der Regel alle 25 Jahre. Und nachdem dieser 25-Jahre-Rhythmus im Jahr 2016 nicht trifft, ist es ein außerordentliches heiliges Jahr. Papst Franziskus ist die Barmherzigkeit so wichtig, dass er deswegen ein außerordentliches heiliges Jahr angeordnet hat. Barmherzigkeit ist das Thema von Papst Franziskus. Seit seiner Wahl zum Papst wird er ja nicht müde, immer wieder diese Barmherzigkeit, diesen Grundauftrag der Kirche zu betonen.